häufig gestellte Fragen in der Stahlwerkstatt heute. Das Drehmoment. Freunde, speziell in dieser Folge einmal kurz erklärt auf Basis des ADS 20STs, also unserem Drehschlagschrauber. Schauen wir ganz kurz auf diese Skizze. Was wir beim Drehmoment also haben, ist der Drehpunkt und wir haben einen Hebelarm. Man sollte das Hebelgesetz kennen. Und auf dem Hebelarm eine definierte Kraft, die über den Hebel auf unseren Drehpunkt wirkt. Die dazu passende Formel ist M für Moment, F wäre unsere Kraft und L für die Länge des Hebelarms. Das kann auch A Abstand sein. Ja, man misst also den Abstand zum Drehpunkt und man sollte die Kraft kennen, die auf den Hebelarm wirken soll oder wirkt. Diesen hier, den kennt wirklich jeder. Das ist ein Drehmomentschlüssel, 800 mm lang. Der Drehmomentschlüssel hat seinen Drehpunkt vorne, wo wir unsere Nuss aufstecken. Wenn ich den Hebel doppelt so lang hätte, also 1600 mm, bräuchte ich an dem Ende nur die halbe Kraft. Und wenn ich bei 400, also die halbe Länge, annehmen würde, bräuchte ich die doppelte Kraft, sagt das Hebelgesetz. Jetzt, da wir wissen, dass der Drehmomentschlüssel mit diesem unheimlich langen Hebel klar im Vorteil ist, wie macht das überhaupt der Drehschlagschrauber? Das ist die Frage. 500 Newtonmeter, ganz schön viel tatsächlich. Der regelt das über das innere Getriebe und natürlich über die Schlagfunktion. Das ist das, womit der Drehschlagschrauber arbeitet. Kommen wir nun zum Praxisteil, denn wir wollen gerne sehen, ob der ADS 20ST die 500 Newtonmeter auch gelöst bekommt. Es geht jetzt hier nicht ums Anziehen, sondern eher ums Lösen. Dazu haben wir uns zwei, drei Kleinigkeiten vorbereitet. Das ist zunächst mal, wir wollen volle Power lösen, also nutzen wir auch ein volles Akku. Dann der kleine Tipp, wir haben zwei verschiedene Arten von Nüssen. Das eine ist die normale Nuss, die wir auf unserer Ratsche nutzen. Und das andere ist eine Nuss, die geeignet ist für den Schlagschrauber. Die kann die heftigen Schläge ab und hilft uns dabei, unsere Arbeit sauber zu verrichten. Warum nicht die normale Nuss nutzen? Es gibt ganz klar Unterschiede in den Legierungen und in den Wandstärken. Die normalen Nüsse neigen hier zum Reißen oder gar Platzen. Deswegen ist hier Vorsicht geboten. Bitte die Schlagnüsse nutzen. Jetzt haben wir uns eine weitere Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar ist das eine kleine Geschichte, die eine HD-Dehnschaftschraube aufnehmen kann. Die ist deutlich über 500 Newtonmeter zu belasten. Diese Schraube werden wir anziehen mit dem Drehmomentschlüssel und gelöst wird sie mit dem Drehschlagschrauber. Drehmomentschlüssel ist vorbereitet, 500 Newtonmeter sind eingestellt. Ich habe mir hier einen kleinen Würfel angeschweißt. Ich habe die hintere Mutter geheftet. Ich habe einen HD-Dehnschaftbolzen, also eine Schraube, in diesem Gebilde eingebracht. Und der gesamte Würfel, wie gerade erwähnt, ist mit zwei Kehlnähten am Tisch befestigt. Den werden wir jetzt mal anziehen. Bitte schau dir das an hier. Schau mal hier. Wir sind über 500. Und bitte jetzt noch mal auf den Ton achten. Ja, Achtung. Saubere 500 in einem Take. Dranbleiben. Das Ding ballert richtig. Ist so. Freunde, in einer Sequenz auf den Schlüssel geschaut, die 500 Newton
Meter gesehen, festgemacht und losgemacht. Er hämmert und reißt sich lose. Laut Schlüssel sind wir sogar ein kleinen bisschen über der 500 Newtonmeter Marke. Richtig gut, auch die Schlagnuss hat sich prima geschlagen. 1, 2, 3, 4, 500 Newtonmeter in einem One-Take, extra damit man das sieht. Ich bitte darum, für die ganze Brushless-Familie schreiben wir euch einen Link unten in die Videobeschreibung. Da bitte die technischen Daten nachlesen. Es gilt für alle das Gleiche. Sie sind leistungsstark und effizient. Genauso wie unsere Kompressoren. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns wie immer in der nächsten.